So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. Wir sind jetzt im dritten Part. Mein Name ist Koshu und, wir kriegen ja schon Nachrichten. Heute wurde die Plattform Gamling von Invento veröffentlicht. Okay, ich lasse die Nachricht kurz offen, dann läuft die Zeit nämlich nicht weiter. So, wir haben im letzten Part nämlich unser Science-Fiction-Strategiespiel Future Wars entwickelt und sind jetzt kurz davor, es fertigzustellen. Wir bringen das natürlich auch sofort raus. Neue Rekorde in Design und Technologie und ein Levelaufstieg in Spielweltdesign, das ist gut. Mal gucken, vielleicht können wir dann gleich auch was Neues forschen. Genau, neue Forschung verfügbar, Open World. Ja, das sollten wir auf jeden Fall erforschen, dann können wir nämlich bald eine neue Engine raushauen. So, als allererstes wird Open World geforscht. Ich weiß nicht, wie geht's euch, aber also mir gefallen Open World Spiele besonders gut, weil man dann seine Freiheiten hat. So, wir haben Future Wars, die Bewertung eine 9 von Stargames. Sehr gut. Oh, das wird ein gutes Spiel. Sehr gut. Jeder liebt es und mein neuer Favorit. Mehr bitte sagt All Games. Also wir haben fast eine Top-Bewertung. Das dürften wir auch gleich in den Verkaufszahlen sehen. Genau hier, das verkauft sich wie der Hammer hier. Jawollo! Future Wars hat mit über 50.000 verkauften Stück einen neuen Firmenrekord aufgestellt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Mango Media. Ja, ich würde sagen, wir haben den Durchbruch. Schaut mal auf unser Geld. Wir haben 864.000, jetzt sind wir schon über der Million. Ja, Future Wars hat einen neuen Rekord mit über 100.000 aufgestellt. Wunderbar. Und damit sind wir schon im ersten großen Abschnitt vom Spiel. Wir können umziehen. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir einen ganz schönen Namen in der Spielebranche gemacht und ein großes Kapital angehäuft. Wenn du expandieren möchtest, solltest du im nächsten Schritt in ein neues Büro umziehen. Büro im Technologiepark, wollen wir das wagen? Natürlich kostet uns ja nur 150.000. Dann ziehen wir erstmal um. So, neues Büro. Willkommen in deinem neuen Büro. Jetzt, wo du ein größeres Büro hast, kannst du Mitarbeiter einstellen, um ein Weltklasse-Entwicklerteam zu bilden, mit dem du noch bessere Spiele produzieren kannst. Ja, das hört sich doch gut an. Tja, Hinweis. Du musst das Mitarbeitermanagement-Training abschließen, bevor wir überhaupt jemanden einstellen können. Schade. Aber okay. Dann klicken wir jetzt mal hier auf unseren lieben Herrn und trainieren mal eine Runde. So, jetzt gibt es hier jede Menge Trainingsmöglichkeiten. Und die kosten immer was. Und zwar entweder Forschungspunkte und normalerweise Geld. Die Mitarbeiterverwaltung kostet zum Glück einfach nur Geld. Dann starten wir das doch mal. Und Future Wars ist immer noch auf Rang 1. Das ist der Hammer. Das letzte Spiel hat sehr positive Bewertungen bekommen. Bla bla. Publikumsliebling. Wenn Mango Media weiterhin so innovativ bleibt, wird es zum Publikumsliebling. Sehr schön. Das wollen wir ja. Und wir haben bald 300.000 Einheiten verkauft von Future Wars. Das ist echt gut. Das ist richtig gut, Leute. Training abgeschlossen. Gut. Dann würde ich sagen, wird es Zeit dafür, unseren ersten Mitarbeiter in unsere Firma zu bringen. Und jetzt können wir uns entscheiden, wir können die Bewerber vorsortieren, nämlich komplexe Algorithmen, der wird dann die Technologie machen. Demo-Spiel, der kann dann alles so ein bisschen. Und Demo-Film, das wäre dann unser Designer. Zumindest ist das nach meinem Kenntnisstand so. Ich weiß nicht, Demo-Spiel habe ich mir nie geholt, ich hatte immer nur einen Spezialisten. Und wir können das Budget einstellen für die Mitarbeitersuche und je nachdem, wie hoch unser Budget ist, ist halt auch die Qualität der Leute, die wir kriegen. Ich fange mal mit einem mittelmäßigen Budget von 490.000 an, man könnte bis auf 2 Millionen hochgehen, aber das Geld haben wir momentan einfach nicht, wir haben generell nur 2,3 Millionen und jetzt werden ja auch die Entwicklungen teurer. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal jemanden für die Technik, denn wenn das Spiel gut läuft, dann kann man sich danach auch ums Design kümmern. Und wir können in der Zwischenzeit mal gucken, ob wir vielleicht... Mal gucken, was haben wir denn für Themen? Cyberpunk, Tanz, Leben oder Weltraum? Also wenn, dann würde ich entweder eine Weltraumsimulation oder die Casual-Spiele machen. Komm, wir nehmen ein neues Thema. Dann haben wir ein bisschen mehr zur Auswahl.
Branchen-News. Wachsendes Interesse an Videospielen. Ich lese es komplett vor. Mit dem wachsenden Interesse an Videospielen bildet sich auch eine wachsende Leserschaft von Videospielmagazinen. Solche Magazinen bieten Entwicklern eine tolle neue Möglichkeit, ihre Spiele zu präsentieren. Neue Forschung, Marketing ist verfügbar. Ja. Wir können jetzt also auch um unsere Spiele werben, müssen es aber erstmal erforschen. So, und jetzt haben wir hier unsere Auswahl für die Mitarbeiter, die wir einstellen können. Design, erstmal Brian Thompson, so. Der hat Designpunkte 53, Technologie 146, Erfahrungsgrad ist Level 1, also ganz einfach, Geschwindigkeit 161, Forschung, also wenn er etwas forscht, dann hat er 191 Punkte dafür und will 8000 im Monat. Dann haben wir Mario Murray, der bewegt sich im ähnlichen Bereich. Leonardo Zimmermann hat auf jeden Fall schon mal bessere Technologiepunkte. Und dann haben wir Johnny Rome mit Design nur 7 Punkten, hat allerdings auch schon Erfahrung Level 2, Technologie 392. Und seine Geschwindigkeit, mit der er arbeitet, ist deutlich höher als die anderen, hat nämlich 260. Will dafür aber auch 20.000 im Monat. Trotzdem würde ich sagen, wir wollen ja gute Mitarbeiter, wir wollen auch gute Spiele entwickeln, dann nehmen wir Johnny Rome. Neue Forschung verfügbar, mittlere Spiele. Also damit ist die Spielegröße gemeint, ne? Den trainieren wir jetzt auch erstmal, und zwar kriegt er ein Einarbeitungstraining. Das zieht uns jetzt einen gewissen Teil von unserer Leistung ab, aber sein Leistungsbalken hier steigt einfach schneller. Mit der Zeit wird er auch wieder sinken, dann müssen wir den in Urlaub schicken, weil er überarbeitet ist. Aber das sehen wir ja alles noch. Future Wars wurde vom Markt genommen, 361.000 Einheiten verkauft, 2,5 Millionen Umsatz. Tja, ich würde mal sagen, das war unser Glückspilz-Spiel. So, und ich würde sagen, im Bereich Projektmanagement erforschen wir jetzt einfach mal die mittleren Spiele. Dann können wir auch größere Projekte raushauen. Und du kannst schon mal einen Spielbericht erstellen, und zwar von Fight Night. Wir wollen ja immer mehr Informationen haben. Vena, Erfinder der Master 5-Konsole, hat den Vena Gear angekündigt. Die tragbare Konsole ist die Antwort auf den Gambling von Nintendo. Ja, immer gerne her damit. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, im Gegensatz zu ähnlichen auf dem Markt erhältlichen Geräten, welche sich nicht mit Spielekonsolen messen können, ist der Vena Gear im Prinzip leistungstechnisch auf demselben Niveau wie Master 5 oder was soll das heißen? Da steht die Master 5, naja. Außer, dass er eben tragbar ist. Der Vena Gear verfügt außerdem über ein Farbdisplay. Ja, im Gegensatz zum Gambling, der nur ein grünes hatte, ist er schon gut. Wird dieses Gerät den Gambling toppen? Erscheint in 2 Monaten. Okay. Verträge mit Publishern. So, jetzt fängt es an, richtig interessant zu werden. Hallo Koshu, ich verfolge die Entwicklung von Mango Media seit einer Weile und es scheint, dass sie nach ihrer kürzlichen Expansion angefangen haben, größere Spiele zu entwickeln. Umfangreichere Spiele verdienen es, von einem größeren Publikum wahrgenommen zu werden. Das ist der Punkt, an dem Publisher von Vorteil sind. Ein Publisher wird ihre Spiele weltweit vermarkten und verkaufen. Er wird ihnen auch bei der Finanzierung behilflich sein. Im Gegenzug wird er den Großteil der Gewinne selbst einstreichen, aber da die Verkäufe sehr viel höher ausfallen werden, lohnt es sich meistens trotzdem. Ja, vor allem jetzt am Anfang, wir haben gerade mal 3600 Fans, also eine sehr kleine Community, und wenn wir jetzt größere Spiele auf den Markt bringen wollen, dann werden sich wahrscheinlich die Erträge einfach nicht decken. Außerdem, wenn wir ein größeres Publikum ansprechen, dann können wir mehr Fans bei einem Spiel bekommen, als wenn wir das Spiel einfach selber auf den Markt schmeißen. Ich kann Sie mit ein paar Publishern bekannt machen, damit Sie sich die verfügbaren Aufträge ansehen können. Sagen Sie mir einfach Bescheid. Jasmine Droke, alles klar. Verträge mit Publishern finden wurde freigeschaltet. Es ist im Aktionsmenü verfügbar. Okay. Unsere Analyse ist fertig. Kampfsport und Action ist eine großartige Kombination. Dialoge scheinen für diese Art von Spiel überhaupt nicht wichtig zu sein. Und die Plattform-Genre-Übereinstimmung ist gut. Naja, gut.
So, wir sehen, er ist immer noch nicht voll. Das bedeutet, damit er so richtig im Team ankommt, werden wir erstmal ein neues Spiel entwickeln. Und wir haben ja den Weltraum jetzt erforscht, dann machen wir hier mal eine Weltraumsimulation und nennen das Ganze Lost Stars. So, das Ganze wird Lost Stars heißen. Wir machen noch kein mittelgroßes Spiel, wir bleiben erstmal beim Kleinen. Für die Simulation natürlich den PC, das haben wir ja schon immer so gehabt. Und die erste Engine, 2D-Grafik V2 und los geht's. So, ich schraube diesmal die Engine noch ein bisschen höher und die Story-Quest ein bisschen runter und machen einfach weiter. So, generell passen die Pegel ja inzwischen. So, künstliche Intelligenz ist mal wieder sehr wichtig. Dialoge, naja, in der Simulation nicht unbedingt. Das hatten wir aber auch schon alles. Wir haben noch 1,8 Millionen. Wir könnten noch einen Mitarbeiter einstellen. Und dann wären wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn wir mittlere Spiele entwickeln wollen. Heute wurde die neue Plattform Venergia veröffentlicht. Okay. Und ich glaube, das mache ich auch. Und zwar holen wir uns jetzt einen Designer. Wieder mit demselben Budget. Und suchen mal. So, jetzt wird uns hier schon angezeigt, Sound ist anscheinend sehr viel wichtiger als Spielbilddesign. Dann schiebe ich die Regler diesmal ein bisschen um. Ein bisschen mehr Grafik, mehr Sound, weniger Spielbilddesign. Und vielleicht kriegen wir dann ja auch bessere Bewertungen. So, Mitarbeiter einstellen. Wir haben wieder 4 zur Auswahl. Design 356, das ist schon ganz gut. Erfahrung auch Level 2. Die Geschwindigkeit liegt allerdings unter 200. Vielleicht finden wir noch was Besseres. Wow. Sean Thomas, schaut euch mal die Designpunkte an. 770. Erfahrung Level 4, der will aber auch 45.000 im Monat haben. Boah. Jakob Payne, der ist jetzt aber auch nicht schlecht. Der hat eine Geschwindigkeit von 448. Und 300 Designpunkte. Boah, Leute, ich weiß nicht. Der ist auch gut. Was ist denn hier los? Francisco Files. Francisco, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Francesco? Design 378 und Geschwindigkeit 309. Und will 22.000. Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Sean Thomas, aber 45.000 im Monat. Ich weiß nicht, ob wir uns das schon leisten können. Forschung hat der 469... Boah, Leute. Ich kann mich nicht entscheiden. Also Geschwindigkeit 488 reizt mich ja auch schon echt. Aber Design 770. Wisst ihr was? Wir nehmen Sean Thomas. Wir fahren das volle Risiko mit 45.000 im Monat Gehalt. Aber wir fahren das Risiko. Und du bekommst natürlich sofort dein Einarbeitungstraining. Das zieht uns beiden jetzt inzwischen schon was ab. Also alle Mitarbeiter müssen einen Teil ihrer Zeit dafür opfern, dass er sein Einarbeitungstraining hat. Dafür kann er jetzt aber auch hier schon direkt mal mithelfen beim Programmieren. Und wir hauen das Spiel raus. Hallo nochmal, ich habe gehört, dass Sie sehr erfolgreich in der Spielebranche sind und angefangen haben, Ihr Team zu erweitern. Ich habe unsere Kundenliste aktualisiert. Wenn Sie auf der Suche nach Aufträgen sind, lassen Sie es mich wissen. Jason. Mittelgroße Aufträge wurden freigeschaltet, das ist toll. Einen neuen Rekord in Technologie. Ja klar, wir haben jetzt auch einen Technik-Freak dabei. Und mehrere Levelaufstiege, und zwar ein Engine, Gameplay, Level Design, künstliche Intelligenz und wir, also Koshu, unser Charakter, ist aufgestiegen. Das ist sehr gut. Das bedeutet, dass wir gleich wieder jede Menge forschen können. Trotzdem sollten wir die Forschung jetzt erstmal in den Hintergrund stellen, denn unser Geld wird langsam immer knapper. Wir sollten also versuchen, gute Spiele rauszuhauen. Und zwar werde ich dafür jetzt mal nach einem Publisher-Vertrag suchen. Vielleicht können wir ja was Tolles raushauen. Irgendein Thema, Rollenspiel, naja, wir haben nicht so die guten Kategorien für Rollenspiele einfach.
Dafür, für die Venergier haben wir leider noch keine Lizenz. Wilden Westen haben wir aber, hätten wir theoretisch. Ein Chirurgie-Abenteuer für den G64, Lizenzgebühren 10%. Die Mindestbewertung, die wir erreichen müssten, wäre eine 6, das ist also machbar. Chirurgie und Abenteuer, okay. Oder Tanz in irgendein Genre für die Master 5. Tanz haben wir aber leider noch nicht erforscht. Die Mindestbewertung wären 5 Punkte. Also mich reizt hier gerade die Chirurgie und Abenteuer. Die Mindestbewertung von 6 dürften wir hoffentlich hinkriegen. Aber für ein G64, naja, okay. Egal, wir machen das jetzt. Wir werden ein Chirurgie-Abenteuer raushauen und das wird Saving Lives heißen. Saving Lives. Chirurgie-Abenteuer, wir nehmen natürlich unsere Engine. Mittelgroßes Spiel und ihr seht schon, die Entwicklungskosten betragen jetzt schon 230.000. Wir sollten also nicht allzu lange warten. Und die ersten Bewertungen für Lost Stars sind da. Eine 7 von Star Games. Eine 8 von Informed Gamer. Also ganz gute Bewertung eigentlich im Moment. Naja, okay, was heißt gut? Wir haben keine 9 drin oder so. Aber ja, so kann man das verkaufen. Gut, wie das allerdings, wie die Verkaufszahlen aussehen werden und so weiter und was aus Saving Lives wird, das sehen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Lasst mir doch noch ein paar Kommentare da und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, macht's gut.